Bitch nass geworden. Ich weiß doch, was bei dir los ist. Du hast keine 10.000 Euro. Ich möchte mit jemandem reden, der auf Augenhöhe mit mir du über Fußball nicht, reden ich kann. Ich merk schon, du traust dich nicht. Ist der ÖFB-Präsident in der Nähe? Ja, wo ist er denn? Ja, Leo, hallo, grüß dich, Leo. Ja, grüß dich Gott, zicke-zacke, hoi, hoi, hoi. Was ist los? Leo, ich darf dich fragen als ÖFB-Präsident, wie geht denn deiner Meinung nach dieses Spitzenspiel in der WM-Qualifikation aus? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es tut mir wirklich sehr leid. Wenn Sie mit einem Experten reden wolltet, dann müsstet ihr auf den anderen kommen. Ich habe da überhaupt keine Auskunft für euch. Ja, mit Experte bin ich gemeint. Du, Herbert Schneck, ich muss leider so laut reden. Wir stehen zu weit auseinander wegen der überdimensionierten Schirme. Aber ich hoffe, du verstehst mich sehr gut. Kannst du mich verstehen? Lieber Boris, ich kann dich gut sehen. Keine Sorge. Super. Also folgende Frage, die ich jetzt habe an dich, Herbert Schnecke-Prohaska. Kannst du mir sagen, wie schätzt du die Lage an der ÖFB-Spitze eigentlich ein? Wie sieht's aus an der ÖFB-Spitze? Nicht mein Fachgebiet Politik, aber die ÖFB-Spitze schätze ich so ein, dass der Spindlecker in der Wahl gut aufgestellt ist und Konstanten sind wichtig, alles andere wären Holler. Aha, habe ich dich jetzt richtig verstanden? Du bist dafür, dass es beim Konstantini geblieben wäre und nicht zum Koller gegangen wäre, der ein Schweizer ist, ein Eidgenosse. Den Genossen rate ich was anderes. Die Genossen sollten eine Strategieänderung vornehmen. Also da könnte man auf den Nachwuchs links außen setzen. Dann hätte man im Herbst was zu feiern. Vielleicht bei den Genossen von der SPÖ. Ah, habe ich dich richtig verstanden? Man soll auf den links außen setzen, so wie bei den Bayern. Und sind wir uns nicht alle einig, 2013 wird doch das große Jahr des David Alaba. Naja, ein Absager gerne an der Bar nachher. Aber wenn du mir noch ein Alibi verschaffen würdest, ruf meine Frau an und sag, die Analyse im Stadion dauert länger heute. Bitte, mach das. Hallo Frau Prohaska, hier ist der Jirka Boris. Der Herbert kommt heute nicht nach Hause. Wir müssen nämlich noch auf die Dialysestation gehen. Vielen Dank, Masche! Ja!